Hallo Leute, ciao von der Ungar. Immer handeln oder manchmal nicht? Na gut, das ist eine Frage, die oft kommt eigentlich. Und die Frage bringt auch zu unterschiedlichen Antworten wieder, wenn man zu diskretionären Traders die Frage stellt oder zu automatisierten, systematischen Traders wie ich. Dann starten wir mit den diskretionären erst. Die sind mehrere eigentlich. Und was passiert in dem Fall? Erstmal beim Kanal bitte abonnieren, das ist wichtig, sonst kriegen Sie keine Nachricht, wenn etwas Neues kommt. Zurück zum diskretionären Trader. Es ist klar, dass der diskretionäre Trader Konzentration braucht. Er muss vorsichtig sein, was er tut, sowieso, wenn er auf dem Bauch arbeitet, weil er wirklich so mit dem Talent arbeitet. Und in dem Fall ist es auch klar, dass wenn er nicht, sagen wir, total fit ist, dann kann er Probleme haben. Probleme mit den Entscheidungen, weil er nicht, seine Ideen sind einfach nicht zu klar. Das bedeutet, dass wenn man krank ist, krank, Kopfschmerzen oder Grippe oder auch Bauchschmerzen, sowieso wenn man auf dem Bauch arbeitet, dann ist es besser, nicht zu handeln. Zweitens, wenn man Sorgen hat. Probleme in der Familie zum Beispiel oder der Nachbar hat wieder sein Fahrzeug dort geparkt, wo er nicht sollte. Alle diese Sachen, wo man mit Ärger am Computer sitzt und mit Ärger arbeitet man nicht immer gut. Es gibt wohl Fälle, wo wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, dann geht es noch besser, aber das sind Sonderfälle und ich würde das niemals empfehlen, wenn man wirklich einige Sorgen hat oder Probleme zu handeln. Und das ist eine große Begrenzung, sowieso wenn man eine Familie hat. Wer eine Familie hat, weiß das. Es ist wohl üblich, dass es Tage gibt, wo die Situation nicht so sauber aussieht, wo die Frau geschimpft hat. Sorry Frauen, aber normalerweise sind die Frauen, die schimpfen. Das ist aber nur meine Meinung, das ist nicht wichtig. Und Kinder in der Schule, die Tochter an der Uni, die kam zurück, hat die Prüfung nicht überstanden. Alle diese Sachen, die bringen Ärger und das ist natürlich dann schwieriger, dass man gut arbeiten kann, wenn man selbst entscheiden muss. Was dann noch? Nochmal, wenn die Situation in den Märkten nicht klar ist. Das bedeutet, okay, man hat keine Ahnung, was zu tun, das ist klar, da soll man nicht handeln. Aber auch, wenn die Situation so aussieht, dass man eigentlich keine Ahnung haben kann, zum Beispiel, wenn es die EZB-Sitzung gibt oder die Fed oder andere Sonderfälle, wo die Märkte einfach verrückt sich bewegen. Und das bringt dann einen Fall, wo man in diesem Sturm einfach nicht gut arbeiten kann. Und das wird einfach gefährlicher. Es ist mehr ein Videogame als echtes Trading. Das sind alle Fälle, wo man am besten warten soll, bis die Situation wieder sauber und glatt wird. Und dann kann man wieder in Ruhe starten. Jetzt könnte ich sagen, gut, das sind alle Probleme für die diskretionären Händler. Da ich ein automatisierter Trader bin, habe ich keine Probleme. Ich kann immer arbeiten. Mein Computer hat keine Probleme, wenn meine Frau mit mir geschimpft hat. Mein Computer hat keine Probleme, wenn ich krank bin. Mein Computer hat keine Probleme, wenn mein Nachbar das Fahrzeug dort geparkt hat, wo er nicht sollte. Das stimmt alles. Mein Computer könnte eigentlich Probleme haben, wenn Computer alt wird, also RAM, CPU sind nicht mehr so fit wie am Anfang. Aber okay, das sind Sachen, die man einfach vermeiden kann mit einem neuen Rechner. Das ist ziemlich einfach. Oder wie ich es mache bei einem Cloud-Server, wo es immer Top-Level ist. Aber das ist alles, wie gesagt, das ist alles wahr. Also mit dem automatisierten Handel kann man sicher mehrmals arbeiten. Situation von Stress gibt es nicht, weil mein Computer hat kein Stress von mir. Situation Gesundheit gibt es auch nicht. Es gibt aber eine dritte Situation von den drei, die ich genannt habe. Die Situation, wo es nicht klar ist, was im Markt passiert. EZB-Sitzung, Fed, bla bla bla. Was passiert da? Mindestens meine Systeme, ich würde sagen, meiste Systeme arbeiten irgendwie auf Statistik. In jedem Fall, die machen, was im Schnitt passiert ist. Wir kontrollieren, wir bauen also das System, so dass es machen würde, was in der Vergangenheit funktioniert hat.
weil wir erwarten, dass es das wieder funktionieren wird. Und das funktioniert, wenn alles normal ist, wenn die Märkte sich normal bewegen. Diese Fälle mit den verrückten Märkten ist ein bisschen wie bei der Krankheit von mir oder beim Stress von mir. Die Märkte können auch krank sein oder Stress haben, wie gesagt, bei wichtigen Nachrichten, wie die EZB-Sitzung oder diese Sachen hier. Dort können Bewegungen kommen, die nicht normal sind und die nichts zu tun haben mit der Gewohnheit von diesen Märkten. Was passiert dann? Es passiert, dass alle statistischen Werte, die wir in den Systemen gebaut haben, die gelten nicht mehr. Die sind einfach nicht mehr gültig und die sind also umsonst. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe einige Systeme auf Währungen, Euro, US-Dollar zum Beispiel, die auch mehrere Tage in Position bleiben. Aber am ersten Freitag des Monats, das programmiere ich im System, um 14.15 Uhr, ziehen Sie einfach das Stop-Loss raus. Und Stop-Loss dann wird wieder um 2:45 platziert. Warum? Am ersten Freitag des Monats gibt es normalerweise die Zahlen von Non-Farm Payrolls in USA. Und das ist ein sehr wichtiges Datum. Das ist sehr wichtig für die Märkte. Und sehr oft bewegen sich Bonds und Währungen, die Währungen, die mit US-Dollar zu tun haben, ziemlich stark. Aber diese starken Bewegungen sind manchmal auch schmutzig. Das bedeutet, dass mein Stoppniveau könnte erreicht werden und meine Position in dem Fall im Verlust geschlossen. Aber dann, nach ein paar Minuten, gehen die Kurse wieder in eine andere Richtung. Und das bringt natürlich Ärger. Und es könnte auch sein, dass die Position sogar noch im Gewinn gewesen wäre. In dem Fall, da die Bewegung so schmutzig ist, ist es besser, die Stops rauszuziehen und dann nachher wieder platzieren. In schlechter Fall, wenn wir unser Stop-Loss wieder eingeben, verlieren wir mehr, das ist Slippage irgendwie, als gedacht. Also diese 80 Pips zum Beispiel können 110 werden. Das ist natürlich einer von den schlimmsten Fällen, aber es kann passieren. Aber im Schnitt, sowas bringt weniger Verluste als die schmutzigen Ausführungen, die bei dem verrückten Markt kommen können. Und das ist ziemlich wichtig zu wissen. Und das kann ich programmieren, wie gesagt. Ich programmiere in meine Systeme, dass mein Stop-Loss momentan für eine halbe Stunde rausgezogen wird vom Markt. Und das ist einfach. Ich kann es programmieren. Warum? Weil ich genau weiß, dass am ersten Freitag des Monats so und so was passiert. Und genau so kann man mit der Fed oder mit der EZB-Sitzung auch etwas Ähnliches programmieren. Was passiert aber in Sonderfällen? In Sonderfällen, es gibt zwei Sonderfälle, die komplette Überraschungen und die geplante Überraschungen. Die komplette Überraschungen sind irgendein Angriff oder sowas. Am 11. September 2001, keiner wusste, dass das, was passiert ist, passieren würde. Und in dem Fall hat man natürlich Probleme. In dem Fall aber, sofort nach dem Fall, am besten, wenn es wirklich so verrückt geht, wie es in dem Fall passiert ist, alle Positionen schließen und warten. Warten, bis die Märkte wieder ruhig werden. Es ist wahr, dass die hohe Volatilität Gewinne bringen könnte. Es ist wahr, aber sicher nicht mit den Systemen. Sicher nicht. Bei Zufall schon, aber nicht geplant bei den Systemen, weil die Systeme die verrückten Märkte nicht richtig interpretieren können. Und in dem Fall wäre es nur ein Lottospiel, die Systeme zur Arbeit zu lassen. Und wenn man Glück hat, kann man sehr viel Geld verdienen, aber die Murphy's Law in Trading funktioniert immer und wenn das schief laufen kann, dann geht es sicher schief. In dem Fall, die Überraschung wird vermutlich etwas kosten, aber dann am besten muss man warten. Die geplanten Überraschungen sind etwas anders. Zum Beispiel Brexit oder die USA-Wahl. Das sind zwei Beispiele, die ich jetzt erzählen werde, weil ich da die erlebt habe. Die erste Nachricht vom Brexit, wenn es die Wahl gab über Brexit, hatte ich gedacht, okay, sowas kann natürlich die Währungen stark bewegen, sowieso Kabel, das ist klar, weil es in UK war. Und am besten schalte ich alle Systeme, die auf den Währungen arbeiten, ab. Und so wurde ich auch auf den Index Futures tun, weil auch die Indexes können sich vermutlich stark bewegen, wenn etwas, eine Überraschung von dieser Wahl kommt.
So habe ich getan. Also mein Plan war, die Systeme abschalten, weil was passieren wird, kann ich leider nicht wissen, nicht kennen. Und das ist einmal im Leben. Sowas ist vorher niemals passiert und sowas kann ich nicht richtig interpretieren. Deswegen, meine Systeme haben nicht die richtige Info, sowas zu handeln. Besser alles abzuschalten. Und das habe ich getan und es war auch eine richtige Entscheidung, weil Sie wissen, das war eine Überraschung, dass die Engländer für Brexit gewählt hatten. Und die Bewegung war wirklich stark. Das hätte mir Geld gekostet. Habe ich also kein Geld verloren? Nein, weil ich zu blöd war. Ich habe nämlich die Systeme auf Eurobund nicht ausgeschaltet. Ich hatte nicht gedacht, dass auch Bund könnte sich bewegen. Die habe ich laufen lassen und da habe ich Geld verloren. Wie üblich, wenn etwas schief laufen kann, dann geht es schief. Aber okay, nächstes Mal kam die amerikanische die Wahl in Amerika. Da habe ich auch gedacht, dieses Mal sowieso mit Donald Trump im Spiel kann die Situation natürlich sehr volatil werden. Am besten soll ich hier nicht arbeiten. Aber am Abend vor der Wahl, vor den Endergebnissen, die in der Nacht kamen, habe ich meine Positionen kontrolliert und da war ich auf den Indexes Short 3 DAX-Kontrakte und nichts anderes. Ich habe gedacht, gut, wie die Situation aussieht, wenn Hillary Clinton gewinnen würde, dann wäre das keine große Überraschung und ich vermute, dass die Märkte in dem Fall nicht weiter steigen würden, die waren schon gestiegen und diese Short-Position wird nicht zu gefährlich sein. Aber falls Trump gewinnt, dann wird diese Position sicher interessante Gewinne bringen. Und in dem Fall hatte ich entschieden, die Position auch offen zu lassen und das System arbeiten zu lassen. Das war eine richtige Entscheidung. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Alle wissen, dass Trump gewonnen hat. Am nächsten Tag habe ich sehr viel Geld verdient mit dieser Short-Position. Und die Position hat sich sogar noch ganz unten dann umgedreht, reversiert auf Long. Und da habe ich dann, später sind die Märkte wieder sehr stark gestiegen, auch mit der anderen Long-Position Geld verdient. Das war aber ein bisschen Glück. Glück war, dass die Märkte schon stark gestiegen hatten vor der Wahl und dass meine Einschätzung, dass mit Trump eine Überraschung kommen würde oder mit Hillary Clinton nicht. Also das war meine Entscheidung. Aber es war aber ein Sonderfall. In andere Fälle sollte ich am besten alle Systeme ausschalten und alle Positionen flat stellen. Warten dann, bis die Märkte wieder ruhig werden. Eine andere kurze Geschichte will ich noch erzählen. Am Anfang Februar 2018 sind die US-Märkte gecrashed, also da gab es eine sehr starke Abwärtsbewegung und sehr viele Optionen, Händler sind da kaputt gegangen, die Optionen verkaufen und Verkäufer natürlich. Und auch in dem Fall, für eine Weile, es war ein sehr starker Schock für die Märkte, für eine Weile von irgendwie einem Monat ungefähr, waren die Volumen auf dem Mini-S&P ganz niedrig. Auf dem Orderbuch könnte man nur so 25, 30 Kontrakte sehen, wo man normalerweise bis 1000 sieht. Und diese niedrige Volumen im Orderbuch könnten natürlich dann nicht eine große Unterstützung oder Widerstand generieren, weil es keine Kontrakte gab. Und in dem Fall auf dem Mini-S&P war es ziemlich einfach, Trendbewegungen zu etablieren. Das heißt, wenn es Verkäufe gab, dann ging die Bewegung einfach weiter, weil es keine Unterstützung gab. Und das ist nicht üblich für das Mini-S&P, was normalerweise als Counter-Trend sich bewegt. Und in dem Fall waren alle meine Systeme nicht so geeignet, weil meine Systeme natürlich gebaut sind auf der Identität von dem Mini-S&P. Das ist eine Mean-Reverting-Identität, also niedrig unten kaufen und oben verkaufen. Was in dem Fall nicht mehr funktioniert hatte, weil es zu wenige Volumen gab. Auch in dem Fall wäre es sinnvoll gewesen, mindestens die Mini-S&P-Systeme auszuschalten, bis die Volumen im Markt wieder ein bisschen höher wurden. Ich habe es nicht getan und ich habe im Februar sehr viel Geld verloren auf den Mini-S&P, auch auf den DAX, aber das war eine andere Geschichte. Glücklicherweise habe ich das Geld dann im März wiederholt, aber das bedeutet, dass auch der Weltmeister Fehler macht, das ist klar. Wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler.
sowieso, wenn es psychologisch ein bisschen kompliziert ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber das war ein anderer Fall, wo das System am besten ausgeschaltet sein sollte. So, wie gesagt, immer handeln? Nein. Diskretionäre Trader, am besten nicht handeln, wenn Gesundheit im Spiel ist, Stress und verrückte Märkte. Für systematische Trader, am besten, wenn die Gesundheit von den Märkten nicht in Ordnung ist, wenn Stress in den Märkten nicht in Ordnung ist, das heißt, wenn die Märkte verrückt sind. In dem Fall können die Systeme leider nicht gewinnen, was die normalerweise gewinnen sollten, weil der Markt sich komplett anders bewegt als geplant, gedacht und geschrieben im System. Das war's, Leute. Schreiben Sie Ihre Meinung. Handeln Sie immer oder am besten halten Sie manchmal. Und sowieso handeln Sie diskretionär oder systematisch. Das ist interessant zu wissen. Und wenn Sie wissen wollen, wie ich von diskretionär zu systematisch gegangen bin, können Sie mein E-Book hier von der TradingWeltmeister.de Webseite runterladen. Erfolgreich traden, so geht's. Da ist ein bisschen von meine Geschichte drin. Interessant, glaube ich. Und wenn nichts anderes gibt, treffen wir uns wieder nächste Woche. Ciao von Andrea Unger, ciao aus Italien. Heute ist es nicht so sonnig, aber das passiert natürlich manchmal auch hier in Italien. Ciao.